Ich habe mir auf Amazon das günstigste Überlebensset gekauft und ja, will versuchen, ob ich damit überleben kann. Wenn du wissen willst, was dabei rauskommt, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Ostmann vom Survival Shop Überlebenscoach. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier wieder aus dem Bushcraft Camp. Schön, dass du dabei bist. Ich habe mir bei Amazon genau dieses Teilchen hier gekauft. Das liegt jetzt auch schon einige Zeit bei mir herum. Ich habe es absichtlich in meiner Tasche gelassen, um zu sehen, ob das auch haltbar ist. Und das tut es auch. Es kriegt zwar ein bisschen Dellen. Das ist so eine Alu- oder Blechbüchse. Nein, ja, Blechbüchse, so muss man das sagen. Und mit diesem kleinen Teilchen hier. Und ich kann da gleich eines sagen, wenn du glaubst, dass du damit wirklich fit bist. Habe ich schlicht die Nachricht. Weil die Frage ist natürlich immer, was will man überleben und was brauche ich dafür mit? Wir gehen von einem Notfall in der Natur aus. Hier in unserer Klimazone, also in der gemäßigten Klimazone, also nicht in der Wüste oder so irgendwas. Ob das jetzt Nordamerika ist oder Russland oder hier in Mitteleuropa, sei jetzt mal dahingestellt, aber von dem gehen wir aus. Das hier ist einmal die Büchse, Blechbüchse. Die könnte ich als Wasserbehälter benutzen, die ist auch dicht. Ich könnte damit vielleicht auch Wasser abkochen, nur joe. Die stinkt so fürchterlich, dass ich, aber fürs Überleben, ja, warum nicht? Man könnte sich damit Wasser abkochen, das geht sicher. Jo. Dann habe ich hier ein lustiges Multitool dabei, mit einer Zange, damit ich dann nachher das aus dem Feuer rausnehmen kann, zum Beispiel, ohne mir was basteln zu müssen. Dann habe ich dabei eine Taschenlampe. Schauen wir mal, ob die auch funktioniert. Ja, sie funktioniert und so schlecht ist das jetzt einmal gar nicht. Ich meine, den Weg aus einem dunklen Wald nach Hause werde ich damit wahrscheinlich nicht finden. Aber es ist auf jeden Fall, um mal mein, ich nenne das immer Body Radar oder mein Körperradar nicht einschalten zu müssen, wenn ich allein im dunklen Wald im Unterholz herumbirsche, dann brauche ich eigentlich keine Taschenlampe. Man muss sich halt langsam bewegen, weil es ein Bodyradar gibt, aber das ist eine andere Geschichte. Alle, die bei meinem Survival-Mentor dabei sind, gebe ich da unten natürlich den Link, ist klar, die wissen, was ich damit meine. Also das Messer, was da drauf ist, das schneidet nicht einmal das hier durch. Also das ist ein Witz. Das ist nicht angeschliffen. Das ist gar nichts. Also das ist eine Frechheit. Ja? Gut, dann habe ich Schlitz und dann einen Schraubenzieher und eine Säge. Die werden wir uns gleich anschauen. Dieser Schatz. Ich probiere die gar nicht aus. Ich will deine Zeit nicht verschwenden. Also das kann ich mir gleich einmal wegwerfen. Dann ist das Obligate, so ein Schmoren, eine Karte dabei. Ja. Es gibt Leute, die da ganz verrückt drauf sind, weil da ist eine Säge dabei. Fühle ich mich wie ein Steinzeitmensch, der vergiss auch die, dieser Schatz. Ja. Es gibt Leute, die jetzt wahrscheinlich böse auf mich sind und sagen, das ist aber super. Ich sage, dass das ein Schatz ist. So. Was aber durchaus interessant ist, ist der Feuerstahl. Mit dem kann man nämlich Funken machen und wenn man sie auskennt, auch Feuer produzieren. Und das ist schon einmal wichtig, denn die Frage ist immer die, was muss ich eigentlich überleben? Was sind die Gefahren da draußen? Nach dem Prinzip Know Your Enemy, kenne die Gefahr, muss die Ausrüstung so zusammengestellt sein, dass ich genau diese Gefahren, die mich umbringen, im Griff habe. Und da ist in der gemäßigten Klimazone, nicht immer, aber immer öfter, ja, Unterkühlung ein Problem, wenn ich längerfristig draußen sein muss. Aber ich komme dann gleich dazu. Ja, da ist auch eine Anleitung dabei, wie ich mir... Alter, ja eh, passt. Das wäre aber vielleicht Zunder, das werden wir gleich ausprobieren. Wir werden das gleich ausprobieren, ob man das als Zunder verwenden kann. Das ist eine gute Idee. Stinkt auch alles gewaltig, das ist fürchterlich. Das ist ein Chinesenzeugs. Und nicht, dass Chinesenzeugs grundsätzlich schlecht ist, aber das ist ein Schatz, wirklich. Und auch die Beschreibung, was da draufsteht, das will ich gar nicht wiedergeben, ist alles erklumpert. Ein Pfeifer. Das ist durchaus interessant. Ja, das ist okay. Könnte ein bisschen lauter sein, da gibt es auch lautere, ist okay. Hier kann man ein wasserdicht, ich gehe davon aus, dass das auch wirklich wasserdicht ist. Da könnte man sich ein bisschen Watte mit vielleicht Vaseline oder was reingeben, dass ich dann nachher auch gleich gut Entzündermaterial habe. Das ist gut. Leider kann ich das, man kann es schon zum Signalisieren verwenden. Es ist besser als nichts bei Sonnenschein, aber wenn das Silber wäre, wäre es noch viel besser. Weil dann wäre es auch ein Signalspiegel. Gut, das haben wir eh schon gehabt. Ein Kompass, so ein Knopfkompass. Ja, er zeigt nach Norden, das passt. Und die, wenn ich die nur sehe, diese Säge, da kriege ich die Krise.
Weil diese Säge ist ein Schmorn, ja. Also so wie man sich das vorstellt, dass man die jetzt, ich mache sie nicht auf und einfach so hin und her sägt, funktioniert nicht. Da muss man Spannung machen und da sage ich noch einmal, wozu brauche ich das? So, also das ist auch ein Schaß. Ich heb dann eh alles auf, keine Sorge. Ich will hier das Bushcraft Camp nicht verschmutzen. Aber so von der Idee her. So, das heißt, die Dinge sind jetzt übrig geblieben, wo ich sage, ja, mit dem kann ich was anfangen. Aber wie wäre es, wenn da eine Rettungsdecke drin wäre, die das da konstruiert haben? Eine Rettungsdecke ist viel, 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 viel wichtiger als das andere Krimskrams, was da jetzt rund um mich liegt. Das ist absoluter Schass, wirklich. Entschuldige, sagt man so das gleich? Wie sagt man das bei dir daheim? Wahrscheinlich ähnlich. Die Pfeife könnte auch ein bisschen besser sein. Da gibt es Plastikteile, die genauso groß sind und viel mehr Power haben, weil die Idee ist gut, aber die Umsetzung, daher lege ich es so am Randchen, so knapp vorm Runterwerfen. So, Kompass, das hier. So, aber die Rettungsdecke fehlt. Noch einmal, Unterkühlung ist ein ganz wichtiges Thema. So, ich könnte Wasser abkochen, also Wasser, sagen wir im Griff, wenn ich ein Feuer hinkriege. So. Und es gibt viele bessere Möglichkeiten als dieses komische Krimskrams hier. Da bin ich mir sicher. Und ich bin. Ja, dann das Messer, was die da dabei haben. Also, wenn schon ein Messer, dann wirklich ein gescheites Messer. Ja? Aber bitte, ja, gut. Jetzt schauen wir uns das einmal an. Die könnten nämlich Zunder dazulegen als, das, als diesen Quagel hier. Ich arbeite hier ein bisschen Material runter, weil das ist natürlich auch ein Trick. Weil dieses Magnesium-Mischmetall klumpert hier, ja, das entzündet sie natürlich. Da gibt es ja auch diese Feuerstelle von der US Army, angeblich sind die von der US Army, ich weiß es nicht, ja. Und die haben unten noch einen Magnesiumbauch, die kann ich überhaupt nicht leiden. Nimm da lieber so einen kleinen Feuerstahl mit, eh so wie der da jetzt ist, der ist jetzt gar nicht mal so übel, und nimm da Tampons mit, ja. Ja, nicht, weil ich glaube, dass du die Periode jetzt kriegst, was aber sein kann, weiß man nie. Aber es geht einfach darum, Tampons sind super Survival-Zunder und für viele andere Dinge auch benutzbar. Und ja, ich finde Erste Hilfe zum Beispiel. Aber da machen wir auch einmal ein Video, weil es wird bald endlich der Online-Kurs für Erste Hilfe rauskommen mit dem Dr. Thomas Gierge-Sebast. Schauen wir mal. Es hat Brand und dann ist es ausgegangen und es stinkt extrem, weil das halt so ein Hochglanzkack ist. Aber es würde gehen. Also schau, es hat kurz gebrannt, ich war dann anscheinend zu langsam. Ja, wurscht. Geht, aber auch. Ja, eh. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Mit dem billigsten Survival-Dingsbums-Kit oder Überlebensset von Amazon kann man überleben, aus dem Grund, weil ein bisschen Papier dabei ist und ein Feuerstahl und eine nicht zu gebrauchende Pfeife und ein Kompass. So. Und da muss ich da jetzt echt sagen, alles andere, was rund um mich liegt, das ist einfach eine Frechheit, so etwas zu produzieren und auch hierher zu transportieren. Das kostet Energie, das kostet Zeit, das kostet alles für nichts. Das ist wirklich, das ist etwas, was mich ärgert, weil es nämlich wirklich nichts bringt. Ja? Weil diese Ressourcen, die da gebraucht wurden, das Metall, all das, was da gemacht wurde, um diese Sachen da herzustellen, die hätten wir für was anderes verwenden können. Und auch die Energie, die wir verbraten haben, um das jetzt von China nach Europa oder in die USA, weil das wird ja weltweit verkauft, das klumpert, zu transportieren, könnten wir auch für was anderes besser brauchen. Ja, wäre einfach cool, wenn wir das für was anderes brauchen könnten, also verwenden würden, als für dieses unsinnige Zeugs hier. Wenn du ein Überlebenskit zusammenstellen willst, wenn dir das wichtig ist, dann brauchst du nicht unbedingt was kaufen. Und jetzt kann man sagen, hey, das ist ein Shop. Ja, ist egal. Kauf da ein Feuerstahl oder ein Feuerzeug oder was auch immer. Eine Rettungsdecke oder zwei. Okay? Ein Kompass, von mir aus nimm da den mit. Wobei, ich gebe dir auch den Link auf meinen Orientierungskurs. Dort erfährst du nämlich, dass der Kompass allein auch nur die Hälfte wert ist, aber ist natürlich besser als nichts. Aber wie gesagt, kauft da so ein 1-Euro-Ding, das ist auch absolut in Ordnung. Und kauft da eine Pfeife, wo ist sie? Die Pfeife, habe ich sie weggeworfen. Kauft da eine Pfeife, gebe ich da auch unten den Link auf Amazon, auf ein Ding, das wirklich auch Power hat. Ja, so richtig Power hat, denn das macht Sinn. Und nicht sowas. Und wenn du jetzt sagst, okay, aber
das hier, mit dem hat man zumindest Wasser abkochen können, dann nimmt er irgendeinen Becher mit. Da kannst du gerne eine Plastikflasche Wasser abkochen, wenn das sein muss. Aber da reden wir ja davon, dass du schon länger draußen überleben musst. Und in Mitteleuropa halte ich das für sehr unrealistisch. Dass man das unbedingt braucht. Jetzt sagst du, René, du machst Survival Trainings. Ja, eh. Aber ich halte es für sehr unrealistisch. Die wahren Überlebenssituationen, die sind Erste-Hilfe-Notfälle, auch in der Natur oder unter Kühlungen. Da haben wir die Probleme. Mit Nahrung, das ist immer etwas anderes. Ich bin ein Fan von Nahrung, wilder Nahrung von draußen. Halte das für sehr, sehr wichtig, aber in einem anderen Zusammenhang, einem anderen Kontext als Notfallüberleben beim Wandern im Wald. Und so ist es auch mit Wasser abkochen und so weiter. Naja, das ist so ein Mittelding. Das war's jetzt. Ich halte auch schon meinen Mund. Schreib mal einen Kommentar, wie du das siehst, was du von dem hältst und wie du das siehst. Ich gebe da auch den Link auf Amazon zu ein paar anderen Ausrüstungsgegenständen, die, wenn du ein Überlebenskit zusammenstellen willst. Aber das würde ich nicht kaufen. Daumen nach oben oder nach unten. Lass mir ein Abo da, wenn du öfter was von mir sehen willst. Ein paar andere Videos, Link zu meinen Produkten. Bis bald und ciao.